Willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Wir haben ein bisschen weiter trainiert. Kann ich mal kurz wieder zeigen. Noch nicht komplett alles vollständig, aber wir wissen jetzt, dass wir 600 Geschicklichkeit und 6000 CP brauchen. Und weniger als 49 Disziplin. Okay. Oder eben 900 Ausdauer. Und für ihn haben wir bisher schon alles fertig, was wir wissen. Wir wissen, dass wir für Monster eben 600 Stärke brauchen und bei Garurumon irgendwie extra Zeug, aber naja. Trainiert haben wir halt jetzt, dass wir 711 Stärke, 780 Ausdauer haben. Richtig schön 4 TP, einiges an MP. Kyubimon hat allgemein ein bisschen weniger, aber ist dafür von den anderen Werten her ziemlich ausgeglichen. Also 500 Weisheit, 500 Geschicklichkeit. Ist schon einiges mehr. Und auch von der Stärke ist es fast auf 600 für Monster Emon. Insofern, ja, hat halt TP und MP ein bisschen weniger. Aber es ist ja auch später geboren worden, also nicht unbedingt verwunderlich. Trotzdem wollen wir jetzt hier einfach mal durchgehen. Und jetzt mal die Serverwüste ein bisschen anschauen. So, da kriegen wir jetzt nämlich auch nochmal ein paar Infos vielleicht. Hoffentlich für die richtigen Sachen. Für Metall Greymon und für Taumon. Haha. Also ich wusste ja, dass es Taumon ist, deswegen bringt mir das wahrscheinlich eher gar nichts, aber hey. Die 700 Stärke haben wir. Das heißt, wenn wir die anderen drei Sachen erfüllen, könnten wir zu Metall Greymon werden. Das heißt, wir brauchen nur noch ein bisschen TP und sehr, sehr viel Geschicklichkeit. Und Geschicklichkeit ist das größte Problem dabei. Ja, wir wissen halt jetzt, dass es zu Taumon werden kann, aber das war uns ja ziemlich klar von Anfang an. Gut. Dann schauen wir einfach mal weiter erstmal. Da haben wir einen Digipilz, sehr schön. Natürlich gerne noch Materialien sammeln, alles nebenbei. Und ja, mal schauen, was wir denn so machen können. Okay, ihr habt alle Hunger. Dann bitteschön. So, und diesmal wollen wir halt nicht Richtung Logikvulkan, sondern diesmal wollen wir in Richtung eben in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob wir da die Oguni-Einöde vielleicht finden. Wäre aber zum Beispiel auch nicht schlecht. Denn da soll ja irgendwo Agumon sein. Aber ich habe momentan keine Ahnung, wo das sein soll. Schauen wir einfach mal. So, der Serverfriedhof. Ja, was haben wir denn hier so? Nach Doppelschritt zur Sackgassenstadt. Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall Digimon. Und das ist auch der Ort, wo wir hin sollen, anscheinend. So, hi. Hoch. Mädchen. Be careful. Ist das ein Numemon? You're gaining consciousness. Great. What? Who are you? Sorry, you must be scared. I'm Kota Hirose, and this is my partner, Yukimura. And you are? Lush, I think. You seem confused. Must be because you're just waking up. I was sleeping? You lost consciousness and fell down. What happened? That's the question I want to ask you. Do you remember anything? Lush. Sho? Mamemon? Mameo? Dark. Scared. So big. So huge. Digimon? I know. I came to get help. Help? Okay. Against a huge Digimon? You... Machine Draymon! No, damn it. We were too late? Digimon said there was a village here. There is. Just over there. Everyone is so friendly and warm. But now it's totally destroyed. A strange guy with a knitted hat came. He did something to a Shoutmon, and then there was a Machine Draymon. I was so scared. And that's why you went to get help? Yes,
But then I got knocked out. How long were you out for? Ich glaube, das könnte sie nicht wissen. Aber lang genug. I can only guess, but I think it must have been less than an hour. Oh oh. Machine Draymond must still be attacking. Let's go, Yukimura. All right. Na, das kann ja jetzt was werden. Oh. Okay, ist ein Gilmon digitiert. Nice. Hallo, Groymon. Definitiv sehr hilfreich jetzt. Yukimura, did you digivolve? We don't have time to chat now, Kota. You're right. Let's use your new power on Machine Draymond. Yeah. Wait, I'm coming too. Wow, thanks. Okay. Wir werden ihm schon helfen. Nichtsdestotrotz möchte ich erstmal speichern. Ich habe keine Ahnung, was hier noch so passieren wird jetzt. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich gewappnet bin, wirklich einem Machine Draymond entgegenzustehen. Und ich möchte aber auch nicht sinnlos meine Digimon dem Tod hinwerfen. Da ist jetzt tatsächlich eine Stadt. War das vorher auch? Kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, es wird dunkel. Und hier haben wir noch ein paar schöne Materialien. Digi-Ionenwasser. Ah, cool. Bekommen wir hier öfter anscheinend. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin mir recht sicher, dass es den Ort hier vorher nicht gab. Okay, es ist weg. Okay. Dann schauen wir mal in die Stadt. Sackgassenstadt. Tatsächlich, das ist Machine Draymond. Lush, stay back. You too. Leave this to me and Yukimura. Okay. Willst du mit einem Champion gehen? Show it the power of the Crimson Dragon. You got it. Exhaust Flame. Tja, so viel dazu. Das ist ein Mega Digimon. But you digivolved. I'm sorry, Kota. Tja, Machine Draymond ist halt mega. Okay, und jetzt dürfen wir kämpfen, na klasse. Das kann was werden. Keine Chance. Ich gehe fast davon aus, dass wir ihn nicht besiegen können. Das war nämlich einfach viel zu viel Schaden. Oder sollen wir jetzt tatsächlich gegen das Ding gewinnen? Scheinbar sollen wir das. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir das jetzt tatsächlich gewinnen müssen. Das ist heftig. Na gut. Dann bleibt uns jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel übrig. Außer zu trainieren und Level zu steigen und
ja, stärker zu werden im Allgemeinen. Hui. Was mich aber interessiert, ist, wo die Ogundi Einöde ist. Das will ich jetzt mal nachschauen. Tut mir leid, wenn ich kurz nichts mache. Weil ich könnte ja schon mal hier lang gehen. Und wenigstens schon mal zum Training. So, schauen wir doch mal. Okay, ich könnte anscheinend ein paar Sachen noch machen. Keine Ahnung. Die scheint ein bisschen weiter weg zu sein, noch die Einöde. Okay, let's go. Ich wüsste zumindest gerade nicht wie. Was wiederum bedeutet, wir werden jetzt erstmal eine Weile trainieren. Das heißt, wir sehen uns nach dem Training wieder. Bis dann. So. Okay, da passiert gerade etwas, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet habe. Kyubimon digitiert. Und zwar zu Taomon. Und ich habe keine Ahnung warum. Aber es klappt. Während wir immer noch Greymon haben. Schön. Wir haben ein Taomon. Dann. Mal schauen, was er so kann. Den Stromschlag auf jeden Fall. Das Verwurzeln kann er noch. Cool, cool. Das heißt aber auch, er kann jetzt gut MP gebrauchen. So, Mega-Digimon habe ich jetzt noch nichts weiter. Bei dir haben wir jetzt Stärke auch vollständig, die TP vollständig. Das heißt, wir brauchen bei dir jetzt eigentlich nur die Geschicklichkeit und dann können wir die Disziplin senken. Dann kriegen wir dich nämlich auch recht hoch. Also muss ich die Geschicklichkeit jetzt trainieren wohl. Mach aber noch einmal Stärke. Für die Ausdauer. Vielleicht werde ich zur Not zu einem Sky Greymon. Das wäre jetzt aber auch nicht unbedingt mega schlecht. Sehen wir jetzt, ob es klappt? Nee, gut. Dann schauen wir mal kurz was. Nee, bekommen nichts für die neue Sache. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, da haben wir die zweite Digitation. Geschicklichkeit von Raymond auf 600 gebracht. Und damit Metall Greymon bekommen. Sehr schön. So. Wir gehen nur mal kurz raus, um was zu prüfen. Okay, darf ich nicht. Schade. Dann schlaft ihr mal schön. So, okay, ihr habt direkt wieder Hunger. So, dann gehen wir kurz zu den Feldern wieder. Uns das Fleisch. So. Genau, zu Digimon wollen wir noch. Denn da können wir bei Koromon wieder ein paar Items abholen. So, und jetzt ist halt die Frage, was machen wir?
einfach weiter trainieren. Da versuchen wir noch die restlichen Digimon zu finden, die wir finden können. Ich wüsste, dass ich zu Boltmon werden kann. Und das ist sogar relativ im Machbaren, glaube ich. Ja, wobei das 2000 noch was, das kostet schon ganz schön viel. Ich glaube, ich sollte mich wirklich erstmal darauf konzentrieren, ein bisschen mehr Geld zu sammeln und so ein Zeug. Sehen wir ja, was du so kannst. Du kannst den Feuerturm, das wissen wir ja. Sonst kannst du tatsächlich nichts weiter. Ha. Das heißt, du hast so ein bisschen deine Varietät verloren. Na gut. Wie viel Geld haben wir denn gerade? Können wir uns denn irgendwo hinporten lassen? Ein bisschen Zeit spare. Ich könnte zur Serverwüste, zum Kappen Mod könnte ich. Ich möchte ehrlich gesagt kein Geld dafür ausgeben. Nein. Ich würde gerne tatsächlich lieber mein Geld ein bisschen behalten. Wie gesagt, die Idee ist halt, ich könnte weiter trainieren. Oder ich versuche halt doch erstmal was zu finden. Die Frage ist, was genau möchte ich finden? Ich glaube, in der Serverwüste war immer noch was. Allgemein. Dass ich da vielleicht nochmal lang gehe? Ich will jetzt erstmal nochmal hierher schauen. Mal kurz hier ein bisschen durchgehen. Da haben wir den Apfel auf jeden Fall wieder. Nehmen wir noch ein paar Materialien wieder mit. Weil die mir ja auch den Zähmergang erhöhen. Und ich das Zeug später auch gut gebrauchen kann. Achso, was ich auch noch probieren könnte, ist, was es mit dem Campen auf sich hat. So, was ist das jetzt? Okay, jetzt kann ich hier rasten. Kann Items benutzen. Könnte eine Stunde rasten, kann schlafen. Könnte kochen. Okay. Interessant. Sehr, sehr interessant. Auf Deutsch, ihr habt dann einfach die Möglichkeit, überall zu rasten. Und so ein Zeug zu machen. Da hinten komme ich noch nicht lang, na gut. Stimmt, da war ja was. Da war der Felsen davor. Das heißt, ich könnte oben mal durch den Wald nochmal. Gehen wir oben durch den Wald und schauen mal. So. Natürlich lobe ich euch gerne. Immer schön Infos sammeln. So, was habe ich jetzt gelernt? Bei dir einiges, ne? Noch mehr für Boltmon. Ha. Was habe ich bei dir gelernt? Ich könnte zu Barbamon werden, okay. Oder zu Black Wargreymon oder zu Alphamon. Alphamon ist schon ziemlich cool. Okay, direkt zu einem Mega-Digimon zu werden, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ich weiß halt nicht mal, was ich bei dem Machine Draymon jetzt machen soll. Ich denke nicht, dass ich jetzt mit meinem Ultra-Digimon jetzt so viel stärker bin. Dass ich gegen das eine Chance habe. Ich meine, das hat meinem Wargreymon einfach mal 6000 noch was abgezogen. Ah, ich bin doch gerade erst auf dem Klo, am Klo vorbeigegangen. Mann. Ihr nervt manchmal. Aber so ist das Spiel. Wie gesagt, ich bin gerade am Überlegen.
Wir brauchen halt noch diese komische Ogudi-Einöde. Aber ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Kraftwerk, Kabelbahn, Waldweg. Ich glaube, ich muss einfach zur Serverwüste. Ich habe keine Ahnung, wo diese Einöde sein soll. Ich meine, okay, ich weiß noch, wo das Schwarz und das Agumon und Gabumon rumrennen. Und da ist halt auch noch das Citramon. Das ist ja nicht die Ogudi-Einöde, oder? Da in der Nähe von Kap Mod halt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schauen wir lieber in der Serverwüste weiter. Wir müssen ja nicht in die Stadt reingehen. So. Ja, das machen wir jetzt einfach. Wir gehen einfach mal da durch. Schauen, dass ich nebenbei ein bisschen Geld verdiene. Ich könnte auch nochmal versuchen, gegen das Garudamon jetzt anzukommen. Wobei ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob ich wirklich stärker bin als vorher. Na, wobei, ich glaube, ich bin schon ein bisschen stärker als vorher. Aber ich will es trotzdem nicht machen. Ich würde lieber jetzt, wie gesagt, mal die anderen Orte noch anschauen. Die links und rechts dann weggehen. Vielleicht finde ich dort noch was. Also hier jetzt der Doppelschritt. Bei der Turmstraße war ich ja schon mal. Also ich hoffe mal, du kannst mich da in Ruhe lassen. Ist das ein Gozumon? Ja, das ist ein Gozumon. Ich will kein Kratzgras. Aber wenn ich das rein theoretisch auch alles verkaufen könnte, wenn ich es die ganze Zeit ansammle. Hm. Ich meine, 50 Bits sind 50 Bit. Das ist jetzt nichts, was irgendwie wehtun würde. Wenn ich was Besseres finde, hätte ich es ja immer noch wegwerfen können. Naja, egal. Da hat mich die Faulheit einfach geschlagen. So, Doppelschritt. Was haben wir hier? Ein blaues Mega-Kaputerimon auf jeden Fall schon mal. Und da ist auch die Ogudi-Einöde. Haha. Was bist du? Oh, ein Mensch. Kennst du Gran Kuvagamon? Ich habe gehört, es lebt hier irgendwo. Ich habe hier verrückt Löcher gegraben, aber ich kann es nicht finden. Dieses ganze Gebiet ist voller Löcher. Die habe ich alle gegraben. Pass auf, dass du nicht in eins hineinfällst. Okay. Stufe 20. The fuck. Metrill gefunden. Ich habe irgendwie das schlechte Gefühl, dass mich die Level 20er hier ziemlich fertig machen würden. Okay, da war ein Loch. Jetzt soll ich mir merken, wo die Löcher sind, oder was? Ich probiere es mal gegen eins von euch zu kämpfen. Wenn ich keine Chance habe, dann weiß ich ja, woran ich stehe. Dann habe ich auch keine Möglichkeit, hier wirklich durchzukommen. Boah, 1000 noch was Schaden, ja. Aber ich mache auch gut Schaden. Ich fresse halt nur auch sehr viel Schaden dabei. Ausdauer und MP. Sakuyamon. Alles normale Sachen. So, schauen wir doch mal, wie weit wir hier dazu kommen. Jawohl, ja. So, mach du mal diesen komischen Verwurzeln. Aha. Funktioniert auch ganz gut sogar. Na, gegen beide wollte ich aber eigentlich nicht unbedingt. Komme ich weg von euch? Das sind
Teilweise komme ich weg von euch, ja. Mal schauen, ob ich auch nur einen triggern kann von euch. Da war die blöde Fallgrube. Ah, komm. Jawohl. Hey, mit dir? Okay, funktioniert eigentlich ganz gut gegen die Dinger. Machen mir zwar ziemlich viel Schaden, aber ich komme eigentlich ganz gut gegen sie durch. Das schwarze Garurumon da vorne macht mir allerdings so ein bisschen Gedanken. Ja, die Kämpfe gehen sogar. Also ein schwarzes Garurumon auf 21. Hm. Ob das ebenfalls so einfach wird, wage ich so leicht zu bezweifeln. Oh nein, es wollen beide her. Da hat mir das Loch gerade ganz gut geholfen. Habe ich kaum noch MP. Das heißt, ich muss erstmal meinen MP ein bisschen auffrischen. So, jetzt kann ich nur mal probieren, gegen eins von beiden anzukommen, vielleicht. Okay, ihr habt Hunger. Das machen wir natürlich auch noch gerne. Ja, komm. Nur du. Komm. Komm. So, Stufe 20. Ich bin gespannt. Das könnte ziemlich ekelhaft werden. Ja, das macht auf jeden Fall gut Schaden. So. Talisman des Lichts. Boom. So, jetzt den Via Destroyer hinterher. Jawohl. Hat doch funktioniert, aber der Kampf war trotzdem nicht einfach. So, da haben wir Gableomon. Und da haben wir auch noch eine blöde Fallgrube. Oh, aber ich habe was gefunden. Das ist ein Digitations-Item, ne? Digitiert sofort zu Gran Kuwagamon. Muss ich dir das geben oder so? Sehr wichtiger Hinweis. Gute Arbeit. Du willst wissen, wieso ich das Gran Kuwagamon suche? Gran Kuwagamon ist der legendäre Held der Insekten-Digimon. Hercules Kabuterimon ist auch ziemlich gut, aber Gran Kuwagamon ist einfach irre. Ich möchte unbedingt meinen Helden treffen. Er war in dieser Wüste, okay. Dann mal wieder an die Arbeit. Oh, tut mir leid, ich fülle das Loch auf. Danke für die Info. Ah. Perfekt. Sehr schön. Dann war es ja ganz praktisch, dass ich da runtergefallen bin. So. Liegt irgendwas in der Nähe? Achso, das Ding wieder. Komm, nehmen wir es jetzt mit. So, bitteschön. So, hi, du da. Du bist ein Mensch, oder? Ich heiße Grableomon. Ich bin hier im Training. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht mit dir quatschen. Du hast doch bestimmt auch selbst zu tun. Ja, aber...
Okay, er lässt mich gar nicht durch. Das ist blöd. Was soll ich denn dann hin? So. Jawohl, das hat wunderbar geklappt auf beide. So. Bam! So, Talisman des Lichts. Warm. Und dann gleich den Giga Destroyer hinterher. Na, noch überlebt er, aber jetzt nicht mehr. Sehr schön. Aber nicht schlecht. Funktioniert ganz gut, der Kampf bisher. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier mit den Level 20 mithalten kann. Aber doch, das tue ich. Sehr, sehr schön. Aber ich darf hier nicht weiter. Das ist halt jetzt die Frage. Was dann? Ich kann ja noch in die andere Richtung weitergehen, also schauen wir mal da. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Gut, er gräbt gerade keine Löcher mehr. Vielleicht muss ich, wenn ich Gran Quagamon habe, mal zu ihm gehen. Wäre zumindest eine Idee. So. Da haben wir nochmal ein paar Bananen. Und neue Mehl. Tagesaufgaben. Erfolg. Ah, okay. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber gut, schön, dass ich die Aufgabe gelöst habe. Jetzt sammeln wir hier noch ein paar Sachen ein. Kriegen wir noch so schönes Ionenwasser. Noch mehr Bananen. Und jetzt haben wir die Panumemons hier weg. Oh ja. Bam. Sehr schön. Verdorbenes Fleisch. Okay. Auch wieder was, was man verkaufen kann. Gut, dann aber. Schauen wir doch nochmal hier links. Nehmen die Materialien hier mit. Und ich glaube, da war ich schon mal drin hier drüben. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich bin ich nicht weit reingegangen. Schauen wir also mal. Wie sieht es denn jetzt aus hier mit den MP? Wie schnell heilen die sich denn? Gar nicht mal so mega schnell. Okay, ich habe echt gedacht, es würde mehr bringen. Hm. Achso, das war das hier mit dem Meteormon. Gargumon, sagst du mir inzwischen was? Der möchte nichts mit mir zu tun haben. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt das Charmamon hier besiegen. Wenn das nämlich klappt. Was ziemlich gut zu klappen scheint. Ja, sollte klappen, denke ich mal. Ja, klappt wunderbar. Dann kann ich jetzt hier nämlich auch mal nach dem Meteormon schauen. Eine Toilette habe ich gerade hier, glaube ich, nicht mehr in der Nähe. Nochmal zurückrennen möchte ich nicht, deswegen gebe ich euch ein mobiles Klo. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir uns das hier mit dem Meteormon anschauen. Also, bis dann.